Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6 sowie Zusatzpunkt 4. Beratung und Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Weg zu einer gemeinsamen, wertebasierten und realistischen China-Politik der Europäischen Union sowie Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Menschenrechtsverletzungen in China laut verurteilen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erster Redner der Kollege Jürgen Trittin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieser Tage sollte der große EU-China-Gipfel Leipzig stattfinden. Ich habe den Eindruck, dass das Aufatmen im Kanzleramt, dass das Corona-bedingt abgesagt werden musste, sehr laut war. Denn was hatte man sich vorgenommen? Man hatte sich vorgenommen, eine Ein-Europa-Politik gegenüber China zu machen. Und dieser Tage verkündet beim Besuch des chinesischen Außenministers Italien den Relaunch seiner bilateralen Beziehungen. Man hatte sich vorgenommen, ein Investitionsabkommen abzuschließen. Heute Morgen im Ausschuss hat der Außenminister gesagt, er rechne gar nicht damit, dass es bis Ende des Jahres noch überhaupt ein Ergebnis würde. Und gleichzeitig agiert China nach innen von Xinjiang bis Hongkong immer repressiver und entlang der neuen Seidenstraße im südchinesischen Meer immer ungenierter allen Bekenntnissen zum Multilateralismus zum Trotz. Die außenpolitische Zurückhaltung, einst unter Deng Xiaoping, Kernbestandteil chinesischer Außenpolitik, dieser Xi Jinping, verschwunden. Und wir erleben, wie die Welt zusteuert auf einen quasi Kampf zweier Großmächte, den USA im Rückzug eher und dem aufsteigenden China. Vor diesem Hintergrund ist eine neue China-Politik Europas überfällig. Die Kanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung im Juni hier deutlich gemacht, dass China für sie nicht einfach ein Partner ist, sondern sogar ein strategischer Partner. Ich will mal sagen, das ist in der deutschen Außenpolitik ein sehr belasteter Begriff, belastet von Naivität und teilweise sehr egoistischen Exportinteressen. Die erste große Koalition hier glaubte noch, dass Russland ein strategischer Partner sei. Und noch vor kurzem hielt Horst Seehofer Saudi-Arabien für einen strategischen Partner trotz Kopfab- und Jemenkrieg. Hinter immer diesem Begriff der strategischen Partnerschaft stand der Glaube, dass freier Handel automatisch zu mehr Rechtssicherheit nach innen wie nach außen führen würde. Eigentlich war das die Idee, der Glaube, Wachstum führt zu Demokratie. Wirtschaftliches Wachstum aber, umfassende Verflechtung mit einer globalisierten Welt, das geht in China einher mit weniger Rechtssicherheit, weniger Freiheit, totaler Überwachung. Und China sieht das durchaus als Modell für die Welt. China ist kein strategischer Partner, China ist ein schwieriger Partner. Und deswegen müssen wir uns nicht nur vom Begriff, sondern auch von dieser Idee, die dahinter steht, verabschieden. Ich finde die Definition des Europäischen Auswärtigen Dienstes, gesagt, Europa ist für China heute Partner, Wettbewerber und Systemrivale, richtig. Dann kann man sich darauf so beziehen, wie Sie es getan haben, Herr Annen, und das Auswärtige Amt in unserer Antwort und sagen, Sie machen das alles gleichgewichtet, so ausgewogen, balanciert. Entschuldigung, das ist ziemlich blauäugig. Denn es verkennt ja die Konflikte zwischen diesen drei Dimensionen. Wenn wir uns diesen Konflikten nicht stellen, dann werden wir die globalen Herausforderungen von der Klimakrise über Pandemien, die globale Rezession nicht bekämpfen können. Und wir müssen einen Weg finden, mit schwierigen Partnern wie China umzugehen. Denn nur so werden wir am Ende des Tages auch die strategische Souveränität Europas gegenüber diesem neuen Kalten Krieg verteidigen können. Und das ist der Grund, warum wir für eine wertegebundene Realpolitik plädieren. Und da muss man alle diese drei Dimensionen im Blick haben. Nehmen wir mal die Klimapolitik an. Da ist China Partner.
Ohne China gäbe es das Pariser Klimaabkommen nicht. Aber der Wettbewerber China gleichzeitig gibt eben nicht nur 10-mal so viel für erneuerbare Energien aus wie wir, sondern er ruiniert unsere Industrie durch unfaire Wettbewerbsbedingungen. Und wenn alle Kohlekraftwerke, die in Chinas Provinzen geplant werden, ans Netz gehen, dann kann man sich das Pariser Klimaziel in die Haare schmieren. Und wenn es Europa wie China ernst ist mit dem Klimaschutz, dann müssen wir diese Auseinandersetzung führen. Das müssen beide Seiten sich zu ambitionierteren Klimazusagen verpflichten und das auch mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen. Und eben nicht das eine nur zu bereden und das andere zu verschweigen. Europa, auch das gehört zur Wahrheit dazu, kann nicht auf Handel und Investitionen mit dem riesigen chinesischen Markt verzichten. Aber wir sollten uns da auch nicht klein machen. China kann auch nicht auf den größten Binnenmarkt der Welt, auf Europa, verzichten. Und wenn im letzten EU-China-Gipfel davon geredet worden ist, dass für Wettbewerber in China bessere Marktzugänge gemacht werden sollen, so sage ich, das ist bis heute nicht angetreten. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Reziprozität das zentrale Prinzip der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen wird. Und wir müssen dem Systemrivalen China klar machen, wofür Europa steht. Menschenrechtsverletzungen in Hongkong, in Xinjiang müssen einen Preis haben. Was der Systemrivale anrichtet, muss Konsequenzen für den Wettbewerber haben. Man kann nicht auf der einen Seite über Rechtssicherheit verhandeln und auf der anderen Seite zusehen, wie der letzte Rest von Rechtssicherheit in China, in Hongkong zerstört wird. Frau Merkel hat den Begriff der strategischen Partnerschaft 2006 benutzt bei ihrer ersten China-Reise. Weißt du was, ich war dabei. Ich finde, sie sollte für die Videokonferenzen Anfang dieser Woche diesen Sprechzettel beiseite legen und tatsächlich mit einer Politik anfangen, die genau diese drei Dimensionen im Verhältnis zu China, Partner, Wettbewerber und Systemrivale, endlich in den Blick nimmt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johann Wadepool für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Ihre Rede, lieber Herr Kollege Trittin, hat eigentlich unterstrichen, dass die außenpolitische Einschätzung der Herausforderung Chinas über die Grenzen der Großen Koalition hinweg viel größer sind, als viel angenommen wird. Vieles, was Sie gesagt haben, können wir unterstreichen. Vieles, was Sie gesagt haben, ist eine volle Unterstützung der Politik der Bundesregierung. Und dass diese Widersprüche, die Sie noch einmal angesprochen haben, natürlich Partnerschaft in vielen Bereichen, aber natürlich auch Rivalität zunimmt, dass das Verhältnis Europas zu China schwieriger geworden ist, hat ja nochmal die Reise des chinesischen Außenministers in viele europäische Hauptstädte, auch nach Berlin, nochmal unterstrichen. Und das Interessante fand ich an der Reaktion Europas, dass der chinesische Außenminister in Berlin ebenso wie in anderen Hauptstädten im Wesentlichen dasselbe gesagt bekommen hat. Nämlich etwa, dass das, was in Hongkong geschieht, ein Verstoß gegen grundlegende Regeln des Zusammenlebens ist und insbesondere gegen die Vereinbarung, die international China bezüglich Hongkongs geschlossen hat, und dass wir, dass Europa, alle darauf bestehen, dass diese Vereinbarungen seitens der Volksrepublik China eingehalten werden und dass es nicht um eine Einmischung in innere Angelegenheiten geht, sondern dass es um die Einhaltung von klaren Kriterien geht. Und deswegen sagen wir, die Situation in Hongkong und das Verhalten Chinas bezüglich Hongkongs ist ein Lackmustest für die Glaubwürdigkeit und für das Ansehen Chinas. Aus dieser Verantwortung entlassen wir China gemeinsam nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in der Tat, China kann erwarten, dass es seinem wirtschaftlichen und politischen Gewicht entsprechend respektiert wird. Es beansprucht eine große internationale Rolle, die ihm grundsätzlich auch zusteht. Aber Voraussetzung dafür ist aus unserer Sicht nicht nur im Einzelbeispiel Hongkongs, auf Taiwan komme ich gleich noch zu sprechen, dass es die internationale Ordnung anerkennt und respektiert und nicht versucht,
eine eigene zu errichten, eine sinozentrische zu errichten. Es reicht nicht, dass Präsident Xi in Davos vor einem erlauchten Publikum die multilaterale Ordnung, den Multilateralismus hochhält und eine Lobrede darauf hält, sondern wir erwarten in der Sache von China die Einhaltung aller wesentlichen internationalen Regeln auf dieser Welt. Und dazu gehören die Vereinten Nationen, die China mit aufgebaut hat, wozu auch die Menschenrechtscharta gehört und eine massenhafte Internierung und Gewaltbehandlung von Minderheiten, insbesondere der Uiguren, bleibt und ist ein eklatanter Verstoß gegen elementare Menschenrechte, den die westliche Welt, auch wir, niemals akzeptieren werden und ansprechen werden. Es muss Konsequenzen haben, vollkommen klar. Dazu gehört das internationale Völkerrecht, die Errichtung von künstlichen Inseln, die fortwährende Missachtung völkerrechtlichen Gebietsrechts, die durch einen Schlichterspruch auch 2016 konkretisiert worden ist. Das nehmen wir nicht hin, sondern wir stehen und wir müssen als Europäer möglichst geschlossen, es gelingt nicht immer, das wissen wir in vielen europäischen Sachen, aber auch hier möglichst geschlossen hinter den betroffenen Anrainerstaaten Philippinen, Vietnam und Malaysia stehen. Nur wenn wir das an dieser Stelle unterstützen, wird auch China eingedämmt und wird klar, dass völkerrechtliche Regeln eingehalten werden müssen. Und wir erwarten die Einhaltung internationalen Handelsrechts, der Reziprozität und gleichberechtigten Marktzugangs und erwarten natürlich auch Regelungen, das haben Sie vollkommen richtig angesprochen, gegenseitigen Investitionsschutzes. Davon sind wir zum jetzigen Zeitpunkt weit entfernt. Und es wird keine weitere Normalisierung und keinen gedeihlichen Fortgang der Handelsbeziehungen zwischen der EU und China, damit auch zwischen Deutschland und China geben, wenn nicht China sich hier bewegt. Wir erwarten die Errichtung eines Investitionsschutzabkommens. Da haben wir klare Bedingungen und da müssen wir als Europäer auch gemeinsam handeln. Und wenn wir gemeinsam handeln, das an die Adresse Roms an der Stelle, das sich manchen Sonderweg schon erlaubt hat, wenn wir gemeinsam handeln, werden wir uns durchsetzen. Und wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, das galt schon im alten Rom wie auch heute, dann werden wir schwächer. Und deswegen Aufforderung an alle Europäer, lasst uns zusammenstehen. Dann können wir an der Stelle auch etwas durchsetzen. Wir müssen insgesamt mehr Resilienz aufbauen, im wirtschaftlichen, wie im politischen, wie im sicherheitspolitischen Bereich. Wir wollen keine neue Bipolarität. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, um das klar zu sagen. Da hören wir manche Töne aus Washington, die wir Europäer so nicht teilen. Wir wollen uns nicht zwangsläufig zwischen zwei Blöcken wieder entscheiden müssen. Wenn wir zu einer Entscheidung gezwungen werden, sollte klar lassen, wir lassen uns in keinem Fall von China gegen unsere transatlantischen Partner in Stellung bringen. Eine große transatlantische Einigung auch darüber ist wichtig und notwendig, aber natürlich erwarten wir auch von Washington, dass es gemeinsam mit Europa eine China-Politik entwickelt. Und ich erwarte, dass in Washington in irgendeiner Weise der Ton oder der Takt vorgegeben wird und Europa kuscht und dann alles von vornherein akzeptiert. Resilienz werden wir aber auch nur dann entwickeln, wenn wir weitere internationale Partner einbinden in diese Politik, insbesondere natürlich diejenigen, die unmittelbarer Umgebung im indopazifischen Raum damit konfrontiert sind, wie Japan, Australien, Südkorea, Indien und unsere anderen Partner in den ASEAN-Staaten. Die warten darauf, dass Europa sich mit ihnen vereinbart, an ihrer Seite steht. Wenn wir das tun, dann können wir gemeinsam China zeigen, dass wir Bündnisse bilden können. Das ist eine Sache, die China nicht kann. Es ist nicht in der Lage, positive Bündnisse zu schmieden. Wir können aber auch, ich finde, das sollten wir auch erkennen, von diesen Staaten lernen. Japan oder Taiwan. Die Kollegin Anita Schäfer kümmert sich sehr um unsere Beziehung zu Taiwan, wofür wir sehr dankbar sind, haben eine noch viel engere wirtschaftliche Verbindung zu China, sind eigentlich noch viel abhängiger von China, sind aber sicherheitspolitisch, außenpolitisch durchaus vollkommen unabhängiger als wir und selbstbewusst. Dieses Selbstbewusstsein, das beispielsweise Japan und Taiwan zeigen, sollte uns Europäern ein Vorbild sein. Daran sollten wir uns orientieren. Und ich möchte einen letzten Blick auch hier in unsere unmittelbare Umgebung richten, weil China ja auch versucht, auf Europa Einfluss zu nehmen, seine Einflusszone zu erweitern. Allen Ländern des westlichen Balkans sei klar gesagt, natürlich haben sie die volle Freiheit, auch mit China Handel zu treiben und mit China auch Beziehungen zu entwickeln. Aber Länder, die sich in außen- und sicherheitspolitischen Fragen an die Seite Chinas und gegen EU-Positionen stellen,
können nicht erwarten, dass sie EU-Mitglied werden. So viel Selbstbewusstsein muss Europa an der Stelle auch haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dr. Roland Hartwig. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Wiederaufstieg Chinas zeichnet sich seit Ende der 70er Jahre ab. Er ist eine historische Normalität und sollte eigentlich niemanden überraschen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Chinesen haben ihr Land mit harter Arbeit und klugen Wirtschaftsreformen wieder zu einer führenden Nation gemacht. Bei uns fand in dieser Zeit der Marsch der 68er durch die Institutionen statt, mit der Folge, dass immer mehr Ressourcen losgelöst von Fakten in ideologischen Projekten verschwendet werden. Während die Chinesen inzwischen weltweit 5G-Netze bauen, verpflichten wir unseren Mittelstand, Stellen auch für diverse Geschlechter auszuschreiben und schalten moderne, hocheffiziente Kraftwerke ab. Das ist die Dekadenz der 68er, die sich wie ein Mehltau über unser Land gelegt hat und die nun zunehmend mit der Realität konfrontiert wird. Zwei Vorschläge, wie wir mit dem Wiederaufstieg Chinas umgehen sollten. Erstens, widerstehen wir denjenigen, die uns in einen neuen kalten Krieg treiben wollen. Mit China von heute verbinden uns fast 50 Jahre gute Beziehungen. China hat anders als viele europäische Staaten und die USA seit dem Fall der Berliner Mauer keine Kriege geführt. Vielmehr hat es durch eine konstruktive Wirtschaftspolitik dazu beigetragen, dass sich das Leben der meisten Chinesen, aber auch vieler Menschen in Europa und in anderen Teilen der Welt verbessert hat. Vor Corona sind jedes Jahr mehr als 100 Millionen chinesische Touristen nach Europa gekommen und wieder nach China zurückgekehrt. Sie hätten das nicht getan, wenn das Leben dort so schlecht wäre, wie immer von Ihnen dargestellt. Auch in Bezug auf Russland sollten wir den Kräften entgegentreten, die immer weiter auf eine Konfrontation zusteuern. Es besteht die reale Gefahr, dass sich die künstliche Spaltung des europäischen Kontinents verfestigt, dass ein westlicher Teil als amerikanischer Brückenkopf ausgebaut und der östliche als Juniorpartner in die chinesische Einflusssphäre hineingezogen wird. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von der FDP? Danke. Wir müssen die Idee einer europäischen Gemeinschaft souveräner Staaten unter Einbeziehung Russlands wieder mit Leben füllen. Zweitens, seien wir aufrichtig. Die Uiguren sind eine Volksgruppe, die weniger als 1% der chinesischen Bevölkerung ausmacht und deren traditioneller islamischer Lebensstil im starken Kontrast zur weiter voranschreitenden chinesischen Modernisierung steht. Seit den 90er Jahren führt dies zu steigenden Spannungen mit den Han-Chinesen. Die Chinesen forcieren nun die Integration der Uiguren in die chinesische Moderne, indem sie sie zwingen, die chinesische Sprache zu lernen und eine Ausbildung zu durchlaufen, die eine Beschäftigung in einer modernen Industriegesellschaft ermöglicht. Kritik daran wäre sicherlich glaubwürdiger, wenn die Mehrheit dieses Parlaments nicht jedes Jahr den Militäreinsatz verlängern würde, mit der die Afghanen in direkter Nachbarschaft zu den Uiguren in die westliche Moderne integriert werden sollen. Sie bemühen dabei dieselben Argumente wie die Kommunistische Partei Chinas. Der Bevölkerung und den Soldaten erzählen sie, dass es dort um Bildung und Entwicklung, Mädchenschulen und Brunnen bauen und den Kampf gegen den Terrorismus geht. Tausende westliche Soldaten, unter ihnen auch Bundeswehrsoldaten, haben in Afghanistan bereits ihr Leben gelassen. Die Zahl der getöteten Afghanen hat 100.000 schon lange überschritten. Allein die Amerikaner haben dort fast 1 Billion ausgegeben. Sie rümpfen die Nase über das chinesische Gesellschaftsmodell, aber ihr Umgang mit anderen Gesellschaftsmodellen, meine Damen und Herren, ist nicht nur blutiger und teurer als die chinesische, er ist auch erfolgloser. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Bundesregierung Staatsminister Nils Annen.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Aufstieg der Volksrepublik China hat die Welt verändert. Bis zu 500 Millionen Menschen sind durch die Öffnungspolitik von der Armut in die Mittelschicht aufgestiegen. Und auch, der Kollege Trittin hat darauf hingewiesen, Deutschland, die deutsche Industrie hat von diesem Aufstieg ökonomisch profitiert. Und nicht immer, denke ich, haben wir diese Leistung des chinesischen Volkes ausreichend gewürdigt. Aber die politischen und ökologischen Kosten hierfür sind ebenfalls enorm gewesen. Und die aggressive Politik Chinas, etwa im Südchinesischen Meer, zeigt unmissverständlich, dass die Politik der Zurückhaltung unter Deng Xiaoping endgültig vorbei ist. Die Europäische Union, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht vor einer wahrscheinlich weltpolitischen Bewährungsprobe. Und es ist deswegen folgerichtig, dass China in unserer Außenpolitik eine zentrale, ich würde sagen, eine immer zentralere Rolle spielt und dass das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China aus eben diesen Gründen auch eine Schwerpunktsetzung in unserer Ratspräsidentschaft zur Folge hat. Die Europäische Union hat China, auch darauf ist hingewiesen worden, erstmals nicht nur als Partner und Wettbewerber, sondern eben auch als systemischen Rivalen eingestuft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das hier sehr deutlich sagen, wir wollen China auch künftig als Partner. Doch das ist, das gehört zur Wahrheit dazu, seit der Amtsübernahme von Präsident Xi deutlich schwieriger geworden. Chinesische Milliardeninvestitionen, wie etwa im Rahmen der Belt and Road-Initiative, der sogenannten Seidenstraßeninitiative, werden immer häufiger verknüpft mit der Übernahme des chinesischen Narrativs. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Offene Drohungen, wie jüngst im Fall des tschechischen Senatspräsidenten, gehören leider inzwischen auch zum Repertoire der chinesischen Diplomatie. Und deswegen sind Menschenrechte zentraler Bestandteil unserer China-Politik. Zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern haben wir etwa auf die Entwicklung in Hongkong und in Xinjiang entschlossen reagiert. Und auch die jüngsten Entwicklungen etwa in der inneren Mongolei beobachten wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit großer Sorge. Deutschland setzt sich für die Menschenrechte in China ein, für die Verbesserung der menschenrechtlichen Situation. Beispielsweise im Rahmen des Menschenrechtsdialogs, den die Kollegin Bärbel Kofler, und auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis, unter großem Aufwand gerade gestern durchgeführt hat. Und beim Besuch des chinesischen Außenministers am 1. September ist Minister Maas in aller Deutlichkeit für unsere Werte eingetreten. Er hat auf der einen Seite China eine enge Partnerschaft angeboten, gleichzeitig aber auch klargemacht, dass China sich hierfür bewegen muss. Heiko Maas hat die demokratischen Wahlen in Hongkong eingefordert, ist für die Uiguren in Xinjiang eingetreten und hat Drohungen gegen europäische Partner klar verurteilt. Und hierfür haben wir uns im Vorfeld eng mit unseren europäischen Partnern abgestimmt. Und so konnte bei der Reise des chinesischen Außenministers sichergestellt werden, dass es einen hohen Grad an europäischer Geschlossenheit gegeben hat. Und damit das auch in Zukunft gelingt, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir ein geeintes, ein starkes, ein souveränes Europa. Es gilt für viele Bereiche. Ich will beispielsweise die Frage von 5G hier nennen, weil wir auch Sicherheit in unseren Netzen brauchen. Ich will das noch einmal unterstreichen. Wir sind zur Partnerschaft bereit, aber wir erwarten von China, dass es eine seinem Gewicht entsprechende Verantwortung übernimmt. China muss Zugeständnisse machen, damit die Verhandlungen über das Investitionsabkommen abgeschlossen werden können. Wir brauchen dort mehr Gegenseitigkeit und faire Bedingungen im Wirtschaftsaustausch mit der chinesischen Seite. Und auch darauf ist bereits eingegangen worden. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, etwa dem Klimaschutz. Wir können es nicht ohne China bewältigen. Und China bleibt ein wichtiger Wirtschaftspartner und auch als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat mit einem Veto ausgestattet. Ein unverzichtbarer internationaler Akteur, den man nicht einfach umgehen oder ignorieren kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen Satz sagen zur aktuellen, immer angespannteren politischen Debatte. Wir teilen viele Kritikpunkte, die wir von der amerikanischen Seite hören. Sie werden das genauso verfolgt haben wie ich.
Fast im Tagesabstand gibt es entsprechende Äußerungen der amerikanischen Seite. Wir teilen viele Kritikpunkte. Einige Punkte habe ich hier genannt. Aber den gegenwärtigen amerikanischen Weg der Dämonisierung Chinas halte ich für falsch. Er birgt unkalkulierbare Gefahren für die globale Stabilität. Und das ist ja eigentlich umso bedauerlicher, weil eine geeinte Haltung des Westens, ja nicht nur für die amerikanische Seite, sondern für uns auch, das eigene Gewicht verstärken und erhöhen würde. Aber weder Decoupling noch Containment sind ein geeignetes Mittel. Eine neue Bipolarität quer durch den Indopazifik kann nicht in unserem Interesse sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit den Leitlinien der Bundesregierung zum Indopazifik wollen wir uns deutlicher in diesem Raum engagieren und unsere Beziehung stärker als in der Vergangenheit diversifizieren. Wir werden die Zusammenarbeit mit den Ländern der Region in allen Bereichen intensivieren. Unsere Leitlinien schließen dabei keinen Partner aus und sie richten sich auch nicht gegen China. Die Bundesregierung, zum Abschluss will ich das hier noch einmal betonen, die Bundesregierung will eine China-Politik der Partnerschaft auf Augenhöhe. Dabei sind wir jedoch nicht naiv, sondern wir werden unsere Interessen und Werte wahren und verteidigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der FDP die Kollegin Gide Jensen. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen hier nicht zum ersten Mal über die Volksrepublik China im Deutschen Bundestag, aber ich glaube, wir können festhalten, dass wir zum ersten Mal mit einem kleinen wenig Optimismus in diese Debatte oder auch aus der Debatte gehen können, weil wir in den vergangenen 8 Tagen doch schon erleben konnten, dass es ein paar vorsichtige Anzeichen der Bundesregierung gegeben hat, dass sie langsam aus ihrer außenpolitischen Apathie erwacht und ihre China-Politik ein bisschen zu korrigieren beginnt. Und ich glaube, das ist auch eine Runde Applaus wert. Was mir allerdings ein Rätsel ist, ist, wie die Bundesregierung sich so lange an einem längst überholten China-Narrativ festklammern konnte. Die Menschenrechtslage in der Volksrepublik ist, aber war vor allem katastrophal. Und trotzdem sprach die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Grünen, die wir ja hier heute debattieren, von lediglich einer verschlechterten Menschenrechtslage. Gestern hat die Menschenrechtsbeauftragte, wir haben es hier schon erwähnt, erstmals ein entscheidendes Adjektiv hinzugefügt. Sie sprach von einer dramatischen Menschenrechtslage. Meine Damen und Herren, zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser großen Anfrage war bereits bekannt, dass es in der Region Xinjiang über 1 Million Uiguren gibt, die systematisch interniert wurden in Umerziehungslagern, die ihrer Freiheit, ihrer Identität, ihrer Würde beraubt wurden. Und es war bereits bekannt, dass das Sicherheitsgesetz in Planung war und auch dramatische Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und wir verdanken sicherlich die veränderte Position der Bundesregierung auch ein Stück weit der Opposition hier im Deutschen Bundestag, dass wir heute festhalten können, dass die Bundesregierung sich von ihrem China-Narrativ ein Stück weit verabschiedet hat. Und meine Damen und Herren, das ist eine Erleichterung, denn wir kritisieren ja hier nicht den Außenminister oder die Bundesregierung, weil es uns Genugtuung verschafft. Wir kritisieren die Minister hier, den Außenminister, weil wir von seiner Politik in diesem Fall nichts halten. Und das braucht man nicht abwägen oder wegwischen. Es ist tatsächlich so, dass Heiko Maas ja erstmals in der Pressekonferenz letzte Woche so deutliche Worte gefunden hat und sich hinter europäische Partner gestellt hat, wie Joe Wadephul das hier auch gerade gesagt hat. Liebe Bundesregierung, lassen Sie uns doch genau bei dieser neu gefundenen Realitätsnähe und Offenheit bleiben und daran weiterarbeiten. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich aus der Pressemitteilung der Menschenrechtsbeauftragten von gestern. Die chinesische Seite zeigt keine Bereitschaft, auf konkrete Fälle und Vorgänge wirklich einzugehen. Meine Damen und Herren, ich übersetze kurz. Es ist nicht mehr möglich, auf eine konstruktive Weise mit Präsident Xis Regime im Dialog eine Verbesserung der Menschenrechtslage in China zu erreichen. Und für uns Freie Demokraten ist deshalb klar, Menschenrechtsfragen, europäische Sicherheitsinteressen müssen in jedem Gespräch auf den Tisch und dürfen nicht hinten runterfallen und am Verhandlungstisch geopfert werden. Sie müssen mitbesprochen werden. Und das geht vor allen Dingen auch in die Richtung der digitalen Infrastruktur und des Ausbaus. Der Kollege Michael Brandt hat es heute im Menschenrechtsausschuss noch mal ganz deutlich gemacht. Und ich finde, das zeigt, dass es wichtig ist, dass Huawei ausgeschlossen wird von einem 5G-Ausbau hier in Europa, hier in Deutschland. Und das wäre eine Möglichkeit, China zu zeigen,
wie wir welche Konsequenzen auf die Menschenrechtsverletzungen in China anlegen. Und meine Damen und Herren, ein letzter Punkt. Die Freien Demokraten haben gestern im Deutschen Bundestag in der Fraktion einen Magnitsky-ähnlichen Antrag verabschiedet. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier immer noch Opposition gegen Regierung spielen. Das tun wir aber nicht. Wenn wir tatsächlich wollen, aus dem Bundestag und aus Europa mit einer Stimme sprechen zu können, deswegen fordere ich Sie auf, legen Sie Ihre sozusagen Opposition-Regierungsdenke beiseite und stimmen Sie auch für diese Initiative eines Magnitsky-gearteten Antrags für personenbezogene Sanktionen gegen Menschenrechtsverletzer. Das würde ein Signal senden, was hier so häufig beschrieben wurde aus dem Bundestag. Und genau da könnte man jetzt deutlich machen, dass Europa, dass Deutschland seine Ratspräsidentschaft tatsächlich für etwas Gutes nutzt. Und wir stehen als Freie Demokraten da bereit, mit Ihnen eine Initiative auf den Weg zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten Wochen schaffen, auch noch im Rahmen der Ratspräsidentschaft. Denn am Ende geht es tatsächlich darum, den Menschen klarzumachen, China muss sich an Völkerrecht halten, an Menschenrechte und sonst gibt es eben Konsequenzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke ist der Kollege Andrei Hunko. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Dezember 2017 bezeichnete die Trump-Regierung in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie für die USA China als rivalisierende Macht. Spätestens seitdem ist diese Rivalität zu einem Paradigma der internationalen Politik geworden. Und das ist ja auch der Rahmen, in dem wir diese Diskussion hier führen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem US-Präsident Trump nicht neue Maßnahmen gegen China auflegt, und das ist ja auch eben schon richtigerweise angesprochen worden. Es zeichnet sich ein veritabler Wirtschaftskrieg ab, und wir wollen diesen Wirtschaftskrieg nicht, und wir wollen nicht, dass Deutschland und die EU Teil eines solchen Wirtschaftskrieges wird. Menschenrechtsverletzungen, Rechtsstaatsverletzungen in China müssen natürlich eingefordert werden, ja, müssen auch Teil einer China-Strategie sein, zentraler Teil einer China-Strategie. Doch wir sehen gerade an dem Beispiel, und das ist ja auch schon ausgeführt worden, der USA, dass diese Menschenrechtsvorwürfe instrumentell auch eingesetzt werden. Und das macht natürlich eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik schwierig. Und sie werden eingesetzt als Legitimation für eine solche Eskalationspolitik. Und ich will nur mal erinnern, dass zum Beispiel die Kopfab-Diktatur in Saudi-Arabien enger Partner ist der USA. Und das zeigt eigentlich diesen Doppelstandard in der internationalen Politik. Und an einem solchen Doppelstandard sollten wir uns nicht beteiligen. Ich sehe mit Besorgnis in Deutschland, dass die hiesigen Konfuzius-Institute beispielsweise zunehmend von der Schließung bedroht sind. Ich habe vor wenigen Wochen das Institut in Essen besucht, mit dem Leiter, dem deutschen Leiter dort gesprochen. Und ich finde, ein solcher wissenschaftlich-kultureller Austausch, der dort stattfindet, sollte nicht behindert werden. Ich halte das für sinnvoll, den aufrechtzuerhalten. Herr Hunko, möchten Sie eine Zwischenfrage der FDP beantworten? Bitte schön. Werter Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja eben hier von Doppelstandards gesprochen. Sie haben jetzt mehrfach Trump erwähnt, den ich bei diesem Top gar nicht erwartet hätte. Aber sehen Sie denn vielleicht auch, dass wir hier ja in China von einer Diktatur sprechen, die über 1 Million Menschen der eigenen Bevölkerung in Arbeitslagern interniert hat? Sehen Sie das schon vielleicht als einen Unterschied zu den USA oder taucht das in Ihrer Betrachtung gar nicht auf? Vielen Dank. Also ich habe den Rahmen beschrieben, in dem diese Debatte stattfindet. Der Rahmen ist, dass wir tatsächlich auf einen Wirtschaftskrieg hinsteuern zwischen USA und China, in dem wir uns positionieren müssen. Natürlich weiß ich, dass China widersprüchlich ist.
Sie haben da richtige Sachen angesprochen. Sie sind auch in der Debatte angesprochen worden. Zur Wahrheit gehört auch, dass 600 Millionen Menschen aus der Armut geholt worden sind in China. Es ist sehr widersprüchlich, und ich denke, man sollte China in dieser Widersprüchlichkeit behandeln, aber eben nicht, und da stimme ich dem Staatsminister zu, nicht dämonisieren. Statt immer neue Konfrontationen brauchen wir konstruktive Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen der globalen Armutsbekämpfung, des Klimawandels, in der Bekämpfung des Klimawandels und für die globale Abrüstung. Menschenrechtsverstöße, fehlende bürgerliche Rechte in China und vor allen Dingen die Entwicklung des Rechtsstaats sind dabei selbstverständlich kritisch anzusprechen und müssen Teil einer China-Strategie sein. Aber ich will es noch mal sagen, es muss Teil einer Strategie sein, aber wir sollten uns gegen eine Dämonisierung wenden, wie sie gerade die Regierung in den USA anstrebt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Thomas Ernde für die Fraktion der CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Kollege Hunko Diktatoren relativiert, das glaube ich ist nichts Neues und eigentlich gar keine weitere Beachtung wert. Vergangene Woche war ich zu politischen Gesprächen in Tschechien. Was hat es mit China zu tun? Zurzeit natürlich sehr vieles. Zum einen war da natürlich die Drohung des chinesischen Außenministers, dass der tschechische Senatspräsident für seine Reise nach Taiwan einen hohen Preis bezahlen müsse. Eine Drohung, ausgesprochen in Berlin, die eine Welle der Empörung in unserem Nachbarland ausgelöst hat. Und lassen Sie mich das hier mit aller Deutlichkeit sagen, diese Worte sind inakzeptabel. Sie zeugen von fehlendem Respekt gegenüber Demokratie und unseren europäischen Werten. China ist zwar ein wichtiger Partner für Europa, diese Partnerschaft muss jedoch auf Augenhöhe stattfinden. Drohungen gegenüber frei gewählten Abgeordneten gehören nicht dazu, meine Damen und Herren. Zum anderen zeigt sich am Beispiel Tschechien auch, was die EU ganz dringend braucht. Eine gemeinsame, abgestimmte europäische China-Politik. Ich war im Rahmen dieser Reise auf einer Wahlkampfveranstaltung eines jungen Kandidaten für die Regionalwahlen und in der Diskussion mit jungen Menschen, die ich dort führen durfte, wurde eine große Aufgeschlossenheit für eine größere wirtschaftliche Hinwendung zu China deutlich. Das zeigt im Übrigen auch, wie erfolgreich China Mittel der strategischen Kommunikation einsetzt. Meine Damen und Herren, China darf es nicht schaffen, die EU auseinander zu dividieren. Es besteht kein Zweifel daran, dass China das mit ökonomischen Anreizen und Milliardeninvestitionen versucht und damit auch teilweise erfolgreich ist. Umso wichtiger ist jetzt eine gemeinsame China-Strategie, die dem entgegenwirkt. Und diese Strategie muss erstens strategische Klarheit herstellen. China ist Partner, aber auch systemischer Rivale. China verfolgt eine aggressive Außen- und Sicherheitspolitik und verletzt Menschenrechte massiv. Beispiele bereits angesprochen, Sicherheitsgesetz Hongkong und die militärischen Drohgebärden gegenüber Taiwan. Diese Vorgänge müssen wir klar benennen und verurteilen. Und zweitens müssen wir unsere Wirtschaftsbeziehungen neu justieren, neu ausrichten. China bleibt ein enger Wirtschaftspartner, aber diese Zusammenarbeit muss auf Augenhöhe stattfinden und auf Basis fairer Bedingungen. Deshalb brauchen wir endlich das Investitionsschutzabkommen. Das heißt gleiche Rechtssicherheit, gleiche Wettbewerbschancen und gleich offene Märkte. Und drittens muss mit einer China-Strategie auch einhergehen, dass bei Schlüsselindustrien Abhängigkeiten abgebaut werden und keine neuen entstehen. Und dazu zählen Medikamente, Pharmaprodukte genauso wie 5G-Mobilfunk. Für mich ist klar, der Schutz von kritischen Infrastrukturen, geistigem Eigentum und Schlüsseltechnologien muss Vorrang vor rein wirtschaftspolitischen Erwägungen haben. Meine Damen und Herren, Europa darf sich nicht klein machen.
Denn auch Peking braucht uns. Sie brauchen Europa als Absatzmarkt, sie brauchen europäische Investitionen und immer noch in vielen Bereichen unser Know-how. Wir müssen selbstbewusst sein, aber vor allem müssen wir einig sein. Strategische und sicherheitspolitische Klarheit und wirtschaftliche Interessen schließen sich nicht aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Keine weiteren Redner, deshalb schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22-108 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Keine anderen Vorschläge, deshalb wird so verfahren wie vorgeschlagen.